Willkommen zurück zu Let's Play Das Testament des Sherlock Holmes. Im letzten Part sind wir wieder in der Baker Street angekommen. Oder? Ja, und wir wollten, und wir hatten jetzt diesen Zylinder untersucht und wollten jetzt was machen? Letzte Aufnahme schon wieder ein bisschen her. Also den Zylinder durch untersucht haben wir den schon, ne? Ja, das Ding ist grün, also das heißt, wir waren fertig damit. Schauen wir mal. Wir könnten noch mal in Farleys Büro. Ich glaube nicht, dass es der Sinn der Sache ist. Was waren nochmal alles mit dem Zylinder? Dann noch ein. Was haben wir da alles gefunden? Kannst du mal den Dialog nochmal aufrufen? Gibt es nicht. Aber wir haben ihn untersucht. Ja. Ach, hi. Oh. Da kriegt das Wort auf den Hund gekommen eine ganz andere Bedeutung. Den Zimmern der beiden vielleicht? Ah! Die Akte. Wo sind die? Okay, so viel brauchst du jetzt auch nicht vorkauen. Muss er. Ach so, Akte über Richter, nicht über einen Typ namens Richter. Ach Der so, Zylinder trägt okay. einer von denen. Also der da trägt einen Zylinder. Der Amstetten, der hat einen Gehstock in der Hand, oder? Und Ja. auch einen Zylinder. Ich habe gerade gedacht, dass das, ob das eine Zigarrenverlängerung ist, aber nee, ist ein E-Stock. Okay, wir haben zwei mit Zylinder. Mit Zigarre sehe ich gerade gar keinen. Der da hat auf jeden Fall eine Brille. Wo? Auf der Nase. Die sehe ich überhaupt nicht. Sieht für mich so aus, hätte er eine auf. Ich sehe da nichts, aber kann auch an der Übertragung liegen. Nur sieht Ja, man geh mal doch mal irgendwo. mit, geh mal mit, geh mal mit der Lupe hin, geh mal mit der Lupe hin, dann sehen wir es ja. Okay, er hat eine Brille. Ja, hat ein schlechtes Bild hier. Okay, geh mal an die Hände von denen. Wer von denen ist verheiratet? Der? Einer? Halt, 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 halt. Er hat eine Zigarre, er hat eine Zigarre. Ja. Die sieht man von hier oben gar nicht. Graues Haar kann sein, muss nicht. Das ist eine Perücke. Da siehst du ja nichts dran. Nee, halt, Deswegen. der Schnauze. Ich meine, gut, Schnauze, schwarz-graue Haare gibt's, aber das ist nicht häufig. Er ist auch Er ist verheiratet. verheiratet. Und hat eine Und Zigarre. raucht Zigarre. Hat aber keine Brille auf. Die Zigarren sieht man von oben überhaupt nicht. Die sieht man nur mit der Aber Lupe. hier steckt eine. Ist das eine Brille oder ist das eine Spange? Ich glaube, das ist eine Brille. Warte, geh nochmal mit der Hand auf. Mit der Lupe auf Ah. die Hand drauf. Ah, da ist die Brille. Aber geh nochmal mit der Lupe auf die Hand mit der Zigarre. Die sieht man. Es kann nicht sein, dass die so dermaßen überhaupt nicht sieht, wenn die Lupe weg ist. Nee, die ist einfach nicht da, wenn die Lupe weg ist. Ja. LOL. Und graues Haar? Ja, kann gut sein. Dann aber ziemlich dunkelgrau. Was haben wir bei dem Dude? Halt, der hat auch eine Brille. Ja. LOL. Diese Fotos. Okay, muss man wirklich mit der Lupe arbeiten, aber der hat wirklich keine Zigarre, oder? Das kann nicht sein. Das kann sein. Der kann die hier haben. Ja, wir sehen halt keine, das meine ich damit. Verheiratet ist der aber auch. Graue Haare Graues. würde ich jetzt. Halt, 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 halt! Halt! Geben wir da nochmal drauf. Jetzt ist es auf einmal grau. Was ist denn das für ein Schlunz? Und Zigarre kann sein. Ne, ich würde es ja nicht abhaken, wenn wir es nicht wissen. Nee. Hat der graues Haar? Leicht dunkelgrau.
Eiskalt. Eine großzügige Frau. Lady Cathy Cotts-Beckett, Gattin des ehrenwürdigen Richter Cotts-Beckett, wenn man das so ausspricht, ist wahrlich eine außergewöhnliche Frau. Sie widmet ihre Zeit und finanziellen Mittel dem Wohl sozial benachteiligter Kinder, indem sie sie unterrichtet. Wenn die meisten wohlhabenden Familien diesen armen Waisen die Tür vor ihren luxuriösen Herrenhäusern vor der Nase zuschlagen, öffnet Lady Beckett die ihrige. Sie rief eine Schule für Kinder ins Leben, die des Lesens und Schreibens nicht kundig sind. Die Schule öffnete vor 8 Jahren ihre Pforten und laut unserer Schätzungen dürften bereits nahezu 150 bedürftige Kinder hier lesen und schreiben gelernt haben. 150 Kinder, die, dank Großzügigkeit dieser Frau, einem Schicksal als Bettler entkommen sind und eine würdige Zukunft haben werden. Aber das ist noch nicht alles. Neben der Tatsache, dass sie von den Kindern einen Zugang zu Kultur und Bildung ermöglicht, den Kindern nicht von den Kindern, geht sie mit ihnen auch auf Reisen zusammen mit ihren Bediensteten, deren tatkräftige Unterstützung bei so vielen Schülern dringend gebraucht wird. Dieses Jahr fährt sie mit ihnen nach Portsmouth. Mhm. Für die meisten der Kinder wird es das erste Mal sein, dass sie das Meer zu Gesicht bekommen. Ausnahmsweise kann Richter Beckett seine Gattin nicht begleiten. Der angesehene Magistrat sieht sich wegen wichtiger Angelegenheiten leider gezwungen, in London zu bleiben. Wir wünschen dieser engagierten Frau und ihren Schülern eine gute Reise und danken ihnen ihr für ihre uneigennützige Arbeit. Was ein Artikel. Und juckt keinen. Ja. Ein Brite, der die Tea Times gibt? Was ist denn jetzt kaputt? Echt so. Kennst du diesen einen Asterix-Film? Mhm. Mitten in der Schlacht, halt, 5 Uhr, Tea Time. Alter, dass der dem nicht annähernd so oft eine scheuert wie in der Serie, Sherlock, wundert mich doch stark. Ganz unrecht hat Watson da jetzt aber nicht. Wurst, ich will da jetzt rein. Okay. Ist also was sagt eine nette Dame da hinten? Am besten gar nichts. Ja, ansprechen können wir sie ja mal. Vielleicht weiß die ja was Nützliches.
Man kann auch einfach reinspazieren. Dann will ich auch was mitnehmen vom Spiel. Lell. Letzten Endes macht dann halt doch immer mit. Okay, vielleicht hat sie da mal ja ihre Haarnadel. Ja, das war auch meine erste Idee. Ach Gottchen. Ach so, die alte ist das. Dass uns aber auch das ganze Let's Play zerlegen musste, bevor wir, dass wir das ganze Let's Play aufnehmen mussten, bevor wir gemerkt haben, dass uns das zerlegt hat. Ja. Danke, das war alles, was wir wollten. Blumenstab, der Typ hat nicht arg viel Ahnung, oder? Nö. Schön auch, dass sie beide sich die gleiche Tasche teilen. Das war jetzt echt nötig. So. Können wir jetzt bitte einfach. Minigame. Relativ einfaches Minigame, oder? Ich habe ein Déjà-vu. Oh. Da oben sehen wir das Schloss. Das müssen wir einfach nur anpassen. Und ganz ehrlich, wir sollten wirklich hier anfangen. Ah, Moment. Da muss man anfangen. So. Höher? Das jetzt zwei runter und das noch eins hoch, oder? So. Jo. Dach grad, hä, was jetzt noch? Weil das hat nichts gemacht. Was eine nette Dame. So. Mhm. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Huch. Tut sie tatsächlich nicht. Das hat eine Rudergabel da verloren. Schön, dass die Laken hart wie Beton sind. Ich bewege mich eigentlich gar nicht. Hallo. Wie? Hat sich deine W-Taste eingerastet oder was? Jetzt ist sie wieder normal. Ja, bei meinem alten Gamepad manchmal passiert, dass sich da der Analogstick in der Richtung fixiert hat. Dann in der Richtung gelatscht, obwohl man da überhaupt nicht hingedrückt hat. Deswegen habe ich jetzt auch ein neues gekauft. Na, dann weiter geht's. Alter! Alter! Ich hab hier dauernd raus. Ja, das liegt irgendwo nahe.
In meiner alten Grundschule war am obersten Stockwerk ein Schulmuseum und da war auch so ein kleines Nachbarschaftsklassenzimmer, da war auch alles voll mit diesen alten Schulbänken. So eine riesige Rechenmaschine, natürlich noch so eine richtige alte Graphittafel. Also das war richtig lustig. Brief von Lord Bangard. Bernagard, egal. Meine liebe Tochter, deine Vermählung mit Lord Beckett macht mich zu einem glücklichen Vater. Welchen besseren Gemahl könnte ich mir für meine einzige Tochter wünschen? Lord Beckett ist ein aufrichtiger Mann, der an die Gerechtigkeit glaubt. Sollte er auch besser als Richter. Er ist ehrenwert und unbestechlich, was heutzutage eine Seltenheit ist. Es mag stimmen. Wenn ich mich daran erinnere, wie ich anfangs gegen deine Reise nach Indien war, bereue ich meine etwas übertriebene väterliche Fürsorge und bewundere nun deine Beharrlichkeit und deinen starken Willen. Schließlich habe ich deine Engelsgüte und ein Mitgefühl für die mittellosen Kinder dazu bewogen, die Wohltätigkeitsarbeit in diesem heruntergekommenen Waisenhäusern Bombays aufzunehmen. Und eben dieser selbstlose Dienst hat dazu geführt, dass du den Mann kennengelernt hast, den das Schicksal als deinen Gatten auserkoren hatte. Wenn du auf deinen dicken, dickköpfigen alten Vater gehört hättest, hättest du England nicht verlassen und wärst Lord Beckett niemals begegnet. Ja, großartig. Jetzt, da du wieder zurück in England bist und er das Klassenzimmer in seinem Herrenhaus für dich eingerichtet hat, hege ich die Hoffnung, dich wieder öfter zu sehen. Während du diesen Brief liest, solltest du auch ein kleines Geschenk in den Händen halten, das ich dir zu Ehren deiner Rückkehr gemacht habe. Ich weiß um deine Reiselust und dieser mechanische Kartenkasten, gefertigt vom besten Möbelschreiner Londons, dürfte dir gefallen. Lass mich raten, der geht so auf, wie Ihre Reiseroute war. Es handelt sich dabei um eine Art Tresor. Ich habe um eine persönliche, personalisierte Kombination gebeten. Du wirst sie dir gut merken können. Dein dich liebender Vater. Ja, alles gut, Menschen. Und an der Wand hängt Galileo Galilei. Noch ein paar Und andere. die anderen beiden sagen mir auch was, aber... Ich hab's ein bisschen verschwommen, geh mal näher ran. Moment, ich kurz. Geh auf die andere Seite, du Vogel, oder verschieb sie. So viel wiegt die nicht. Ja, das ist es, was obdachlose Kinder brauchen, altgriechisch. Dann geh doch auf die andere Seite, du Homo. Ach, Gottchen. Ultus. Okay. Bauen wir uns einfach mal die anderen Sachen nach, die. Ah, erstellen Sie mit römischen Zahlen eine logische Folge und benutzen Sie dabei alle Teile. Kein Ergebnis darf größer als 10 sein und jedes Ergebnis muss größer als das vorherige sein. Die Zahl x darf nur einmal vorkommen. Dann machen wir es doch rückwärts. Also, wenn das hier ist das Höchste. Das heißt, das hier darf das und nichts darf größer als 10 sein. Das heißt, das hier darf exakt 10 sein. Ja. Problem ist nur, du kannst das Ding hier nicht verschieben, oder? Nee. Heißt also, das ist ja schon. Ach nee, das ist ja kein X, wenn das so als Plus ist. So, das ist ein Pluszeichen einfach. Gut, nochmal daraus ein V. Und dann noch ein I da hinten dran. Dann haben wir eine 6. 6 plus 3 ist 9 immerhin. So, dann haben wir Okay. hier 10 minus irgendwas. Also da machen wir nichts draus. Minus 1. Minus 2. Ne, minus 2. Minus 2 muss ja größer sein. So. Ne, minus 3 Dann brauchen wir haben wir sogar. hier Wir die brauchen ja 8. Das heißt, 8. hier können wir eine 5 draus machen. Ne, das hier muss ja die 8 sein, weil das ist ja eine 9. Ja, dann ist das hier die 8. Und hier machen wir eine 7 draus. Das heißt, hier machen wir eine 4 davor. Ah, das funktioniert nicht. Weil es ist das zwar eine Wieso? 2 4. plus 3 ist 5, oder? Und das ist weniger als 7. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Es muss aber logisch sein. Ich hätte nicht, dass er das akzeptieren wird. Ach so, logisch Folge, okay. Ja, dann warte. Kriegen wir hin? 3, 5, 7, 9.
Weißt du was? Wir versuchen zum nächsten Part. Wie wär's damit? Okay. Bis dahin, ciao. Ciao.